Hallo, du Powerfrau oder Powermann. Willkommen bei den Karrierehelden Insights. Wir quatschen hier über all das, was dir im Job und im Leben weiterhilft, weil beides Hand in Hand geht, nicht wahr? Heute packen wir das Thema an, was bedeutet eigentlich eine richtig gute Work-Life-Balance? Ganz klar, Work-Life-Balance ist so eine persönliche Sache. Da gibt's kein Schema F. Jeder tickt anders und jeder hat seine eigenen kleinen und großen Baustellen. Work-Life-Balance, das heißt Job und Privatleben so in Einklang zu bringen, dass du dich rundum pudelwohl fühlst. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau die richtige Dosis von allem. Das Zauberwort ist oft, das Ganze geschickt auszubalancieren, auch wenn die heutige Arbeitswelt dich quasi nonstop auf Standby haben will. Aber kein Stress, ich habe da mal ein paar pfiffige Tipps für dich parat. Und heute zeige ich dir, wie du den Spagat rockst, indem du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Zeitmanagement, Prioritäten setzt. Mal angenommen, dein Tag ist ein Glas und die Aufgaben, alles, was du so treibst, sind Kieselsteine. Und du packst zuerst die kleinen Steine rein, also den Kleinkram. Bleibt dann für die fetten Brocken deine Top-Prioritäten noch Platz? Vielleicht nicht. Also dreh den Spieß mal um und pack die wichtigen, die großen Steine zuerst rein. Schritt 1, check mal, was deine großen Steine sind. Überleg dir, was ist dir echt wichtig? Schnapp den Moment und schreib deine Prioritäten auf eine Liste. Das könnte ein großes Projekt bei der Arbeit sein, langfristige Ziele, Quality Time mit der Familie oder auch eine Runde Me-Time. Bei Schritt 2 geht's ans Eingemachte. Plan mal feste Zeiten im Kalender ein für diese wirklich wichtigen Dinge. Umgeh die diszipliniert an. Das ist mega wichtig. Bleib hartnäckig. Sorg dafür, dass diese Zeiten auch wirklich eingehalten werden. Das heißt, auch nach Feierabend mal alles wegzulegen, was du jetzt gerade mal nicht mehr machen willst. Schritt 3 verlangt dir ab, schlau zu delegieren und auch mal eine gute Portion Nein zu servieren. Es ist gut, Dinge abzugeben, wenn andere das auch hinkriegen und nicht alles an dir selber zu halten, nur damit du das Gefühl hast, du seist wichtig und unersetzbar. Kommen wir noch mal zu ein paar praktischen Sachen. Sagen wir, du willst mehr Zeit zum Sport haben. Das hast du als Priorität gecheckt, weil du merkst, das macht dich robuster gegen Stress. Also packst du dir ein paar fette Sportslots in deinen Wochenplan, als wären es wichtige Business-Meetings. Dann kämpft die auch frei. Stell dir vor, wie du nach diesem Workout durchstartest, voller Energie, ready bist für alles, was kommt. Werde zum Boss deiner Zeit und nicht andersrum. Bevor wir zum Ende kommen, schau mal, eine starke Work-Life-Balance ist kein unerreichbarer Traum, sondern das Ergebnis von täglicher Entscheidung, von neuen Gewohnheiten, im Abbau von alten Gewohnheiten. Also nicht ein einmal Ding, sondern es fordert ständiges Justieren als Lebenseinstellung und da bedeutet es, dich selber ernst zu nehmen. Denk dran, bei den Karrierehelden-Insights hier lassen wir dich nicht hängen. Deswegen gib uns ein Like, ja? Abonniere uns und du wirst jeden Tag kleine solche hilfreichen Tipps mitbekommen, um dein Leben Step-by-Step aufzubauen, das du haben willst. Vergiss nicht, deine Work-Life-Balance ist das Ergebnis deiner Anstrengungen für dich selbst. Lass uns ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute.